Hey ho Bob, let's go. Hey ho, Bib, let's go, hey ho. Ja, beim letzten Mal wurden wir hier ziemlich weggesnackt und Dann haben wir uns nochmal weggemacht. das Secret geholt und Und jetzt holen wir uns den Typen. hier bei Tomb Raider und dem Heiligtum des Gion. Ja, wir müssen nur mal sehen, wie wir da irgendwie runterkommen. Der konnte ja, im Gegensatz zu den Katzenmumien, konnte der ja tatsächlich Balan. ballern. Und darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Was, wenn ich jetzt hier runterrutsche, bin ich dann einfach tot? Na, irgendwo musst du ja quasi runterrutschen. Da ist er Wow, wieder. ja, ich sehe es. Ich hatte gehofft, er sieht mich. Aber ja, nee, wenn ich jetzt runterrutsche, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ich könnte auf der anderen Seite runterrutschen und hoffen, es ist nur einer da. Oder kann ich da oben weiter? Guck mal. Kannst du auch gucken. Aber ich Aber glaube, ich da war so eine glaube, Schräge und ja, so. ich glaube, das ist schon wieder so lange her, Bob. Naja, aber die Sprünge sitzen sofort. Ja, guck mal hier. Na, kann man schon noch ein bisschen walken. Also nach hier zum Beispiel kommt man doch. Nur ich weiß halt nicht. Und dann ist die große Rutsche angesagt. Ja, da Oder kann man darauf kann stehen? man kann vielleicht da hinten hinspringen oder so. Du kannst auf dem Block davor den noch stehen oder ist das zu schräg? Der hier, der sieht schon sehr schräg aus, ne? Aber Also nicht. der vor dir ist ja noch schräger, oder? Also direkt vor dir? Oder sind die gleich schräg? Wissen wir nicht. Ich Hast ja meine, gespeichert, habe was ja soll passieren? gespeichert. Okay. Oh Gott. Okay. Das war schon eigentlich gar nicht so schlecht, dich da festzuhalten. Das ging ja. Aber nicht so. Nicht so. Nicht so, Alter. Okay, dann probieren wir mal unser Glück da. Das ist ja direkt hier um die Ecke. Aha. Sieht allerdings nicht ganz so aus wie vorgesehen, aber das heißt ja immer nichts. Ja gut, aber der zoomte da weg. Oder ich meine. Aber vielleicht kommst du da auch später noch mal hin. Also da oben ist ja, muss ich ja auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich komme ich von der anderen Seite Ja, einfach ja. an, ne? Und dann da so rüber und hoch und so. Und dann Ja. kann ich hier zurückrutschen. Das wird ein Rückweg sein. Das wird ein Rückweg Ja, sein, ich glaube glaube ich auch. auch. Ja gut, dann machen wir das doch nicht. Gut, dann sehen wir zu, dass wir jetzt irgendwo hier den Slide runterbekommen. Aber ich habe jetzt auch, also das. Also ich kann hier ja nicht die. Also es kann ja nicht so sein, dass man hier alles Leben verliert, während man rund. Da Ach, das kannst sieht du doch, einfach das sieht gut runterrutschen, aus. ja, und Ja, dann musst da, du na gut. ballern. Ja, die nehmen wir schon mal raus. Und dann machen wir das wie bei den anderen. Ja, wir brauchen ein bisschen Bewegung. Machen wir es wie bei den anderen und springen einfach. Ja, also Und geile Musik. kannst dich leider nirgendwo oben sicher hinstellen. Nee. Das geht wohl nicht. Ah, der zielsuchende Muni. Nee, das nicht, aber ich hätte nicht in einer geraden Linie wegspringen sollen, vielleicht, ne? Der Klassiker. Sehr gut. Ja, ich finde, das Kann war. man damit leben? Ja, ne? Damit kann ich leben. Kann ich sehr gut leben. Schnell speichern. Wir sind runtergekommen, wir haben den weggeballert. Und jetzt können wir uns hier unten umgucken. Ja, jetzt steht dir die Welt ja quasi offen, also. Ja, also, wir haben hier jede Menge Sand. Wie Anakin Skywalker auch sagen würde, er hasst Sand. Deswegen heißt er auch Skywalker, nicht Sandwalker. So. Okay. So, hier liegt nichts, ne? Habe ich richtig gesehen. Das ist richtig. Dann kommen wir hier an der Seite gleich wieder hoch. Aber schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das Podracing-Game von Bib sehen wollt. Ja, sicher, genau. Da kannst du hoch, oder? Ja, hier kann ich überall. Ich würde aber jetzt gerne erstmal hier unten alles Ja, ab. laufen wir die Sphinx ruhig ab. Vielleicht ist auf der anderen Seite tatsächlich Also auch noch ein Viech, ne? hier liegt ja was, aber genau, ich gehe erstmal gucken, da lag was, aber solange wir nirgendwo anders hingehen. Also sie entdeckt hier zumindest schon mal nichts. Kein Gegner. Da ist doch schon mal sehr schön. Dann gehen wir jetzt erstmal hier gucken. Hier hätte man sich vielleicht rückwärts. Da ist auch gut was versteckt. Nicht schlecht, der Wip. Ja, das Ist hatte das wir. eine Tür da Ja, rechts das ist dann? eine Tür. Hatten wir von oben schon gesehen, Bob. Ah ja, ich erinnere mich. Nicht. Ja, echt dunkel. Ja, das sieht nach pretty much nach einer noch nicht geöffneten Tür aus. Kommen wir bestimmt noch hin. Gut, dann hatten wir immer schön die Kniften ziehen. Und dann gehen wir jetzt erstmal zwischen die Beine der Sphinx. Warum auch nicht, ne? Ja. Sacken da was ein und dann gucken wir uns. Huch. Oh. Was ist passiert? Eine andere Ansicht. Von oben gucken wir jetzt drauf. Da sollen wir irgendwas sehen. Also, ich weiß zwar nicht was, aber.
Wir gehen dann mal hin. Wir waren ja auch nur auf der Rück, also auf dem Rücken der Sphinx. Guck mal hier hoch. Das Nee. tickt so hoch, ne? Ja, aber vorne ist ja nicht ganz so hoch. Aber vielleicht zu schräg. Ah, Ja. vielleicht von der Seite, von der anderen Ja. Seite, ja. Von hier Ja, vielleicht. das sieht gut Ja, das aus. da von da vorne sieht es doch gut aus. Gucken wir mal, was die hier noch von uns wollen. So. Kannst du ihm das Kinn wegballern? Ja, mit einem Granatwerfer, wenn es einen gäbe, ne? Guck da, das ist nämlich ein Sphinx männlich. Der hat nämlich noch einen Bart. Guck mal, da kann man aber auch hochklettern. Vielleicht ist das auch ein Rückweg, um wieder raufzukommen auf die Sphinx. Achso, dann wäre das hier auch ein Runderweg gewesen, Auf ja. den Sphinx. Dann hätte man. Ja, ich weiß nicht, was man dadurch Aber gewinnt. ich, da hast du dich ja umgeschaut. Na, hier. Ja, hier, Das ist dann. ja wieder jetzt Ja, oben, genau. genau. Okay, ja, gut. Dann hätte man das auch einfacher haben können, I guess. Naja, das Runterrutschen war ja jetzt nicht so schwer, oder? Ja, gut, man muss es halt sehen. Hier ist auch eine Tür. Für Okay, später. wir müssen mal langsam irgendwelche Schalter finden, die wir da. Naja, du wirst dann wahrscheinlich tatsächlich in den Bergen klettern müssen, Ja, ne? nehme ich auch an. Wo ist die Frage, wo fangen wir an? Links, Mitte, geradeaus, was sagst du? Was ist das da noch? Die Mulde da? Achso, Hier? da hatten wir versucht hochzuspringen? Nee, Ne, da hätte man aber auch hier hätte hochgekonnt. man auch hochgekonnt. Wir sind echt solche Blindfische. Und mit wir meine ich mich. So, jetzt gucken wir mal, dann. Da oben sieht's. Warte mal, erstmal die Schummelaut. Da oben sieht's doch so aus. Da ist ein Schalter, da müssen wir auf jeden Fall hin. Ist die Frage, von wo wir da losgehen. Von hier oben und dann da über die Kanten, ne? Sieht ein bisschen so danach aus. Oder von Oder von da hier. irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob wir da um die Ecke kommen. Ja, müssen wir alles sehen. Weiß ich jetzt noch nicht. Grafik wieder schick und los. Ja, und die haben sich hier auch über Jahrtausende gehalten. Ah ne, hier kamen wir ja gar nicht hoch, ne? Ich glaube, hier war nur das Secret und die Tür. Ja, genau. Okay, dann gucken wir mal, was hier so ist in der Ecke. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass das nicht die Oh, krassesten hier ist. Jump-Kombis sind. Ne, das wohl nicht, aber hier ist auf jeden Fall schon zu steil, um hochzuklettern. Das heißt, wir müssen uns hier schon mit Trick 17 behelfen. So. Du kannst auf jeden Fall auf den anderen Vorsprung springen, Ja, oder? das schaffe ich von hier. Und dann kommst du da hoch. Ja, genau. Das ist doch schon mal schön. Zumindest schon mal ein Start, ja. Mit Pech ist das aber auch gar nichts, wir werden sehen. Ja, das glaube ich aber nicht. Also, wobei, ne, wir hatten das schon mal, dass das einfach nichts war, ne? Na, es sieht aber gut aus. Das sind jetzt viele, viele Sprünge, die du entweder am Stück machst. Was meinst du? Weiß auch nicht. Ich weiß ja nicht, wann der letzte Speicherpunkt war. Meinst du erst auf den großen hier? Ich hätte gedacht, man müsste über den rechten springen. Von da? Ja, ich speichere erstmal und dann sehe ich zu. Das wäre das, was ich intuitiv gesprungen wäre, aber das andere sieht eigentlich auch machbar aus, Ja. deswegen schwer zu sagen. Gucken wir mal. Hep. Aha. Also da ist auf jeden Fall nichts drauf. Dann kommt man von da aus denn nochmal Oder? höher oder war das alles Quatsch dann? Doch hinter mir kommt man weiter. Also da komme ich ja nicht von hier. Na, von da käme ich vielleicht noch da, aber ich dachte Da liegt jetzt was drauf, oben links. auf der Sphinx. Ne, da links oben liegt ein Map-Pack oder Oh ja, sowas. gut gesehen. Hätte man hier gar nicht Gar nicht gesehen. gesehen. Ich habe nur dieses Krass. grüne Kreuz oder was auch immer Ja, das ist guck mal, gesehen. da oben aus der Sphinx, also da im Kopfschmuck ist auch was drin, ne? Ja, scheint auch was zu sein. Ja, müssen wir uns auch merken. Ja, dann gucken wir uns nochmal hier um. Also ich glaube, das Schaffst sieht du nicht nicht. springbar aus. Das heißt, wir müssen jetzt auf die große Säule und dann auf diesen Vorsprung, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass das klappt, ja. Jo. Doch, doch, das wird schon klappen. Immer hier schickes Panorama. So. Immer schön umgucken. Bin jetzt paranoid, seit die Leute auf mich zurückschießen können. Plötzlich sind die Tiere um Ja, und einiges. die nutzen einfach ihre Magnums, ne? Ja, die sind einiges gefährlicher geworden. So, und jetzt? Kann ich daran oder muss ich hier Ich hoch? hätte gedacht, wenn dann da, aber das sieht auch sehr hoch aus. Ja. Und dann kannst du da rumlaufen, da liegt noch ein Medpack.
Ja. Okay, ja, und dann kommen wir da Kommst du auch hinten zum an. anderen Medpack? Wheatley, come along. Ist das mal. Oh, da habe ich mich wieder erschrocken. Ach, so eine Falle. Ja, die haben sie hier clever hingebaut. Die habe ich so vermisst. Machst du die mit oder ohne Speichern? Hab da unten erst gespeichert. Also. Nervt zum Glück gar nicht. Was? Was? Klonk, 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 klonk. So. Ich sag ehrlich, solange ich hier gehen kann, kann ich nicht runterfallen. Da oben geht es, glaube ich, nicht mehr weiter. Nö. Ja, sehr schön. Dann haben wir da noch ein Medpack. Dürfen wir nicht übersehen. Ja, das holen wir uns gleich auf Vielleicht dem kann man da Rückweg. generell weiterklettern oder du musst halt tatsächlich den gleichen Einmal Weg. hin, einmal zurückspringen, würde ich sagen. Aber erst den Hebel ziehen. Oder? Ja, bist jetzt durch die Falle durch und hast Medpacks aufge. Okay. Tipp wieder. Ich speichere vorm Hebel. Habe ich gerade ein Fiepen gehört oder war das meine Tastatur? Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, es ist eine Tastatur. Habe ich mich gestern man so manches Ich Mal hatte gefragt. gerade, gerade schon wieder richtig. Lara guckt so. Richtig böse Vibes mit den Fledermäusen. No. So, und nun geht irgendwo eine Tür auf. Oben im Fels eine Tür auf. War das jetzt hier oder woanders oben? Das wüsste ich auch gerne. Aber wir haben ja hier keine Tür gesehen. Es müsste dann Nee. woanders oben sein. Ja, vielleicht da in der Mitte oder so. Ja. Müssen wir mal schauen. So, jetzt müssen wir erst noch da zu dem Medpack. Ich glaube, das kann man von hier. Oh, warte. Feuer frei! Was ist da? Ah, was ist das? Eine große Fledermaus. Alter Falter, was war das? Geht weiter, oder? Ja. Ja. Oh nein! Ach, zum Glück habe ich vorher gespeichert. Was war das denn? Hier ein großer Fledermäuserich. Oh nee. Zum Glück habe ich davor gespeichert, Bob. Habe ich mich wieder mal. Der erste Part kann ich wieder nicht kämpfen. Okay, pass auf, dann. Wie machen wir das? Stimmt, sonst geht das ja immer gut. Was, wie machen wir? Ja, also wir ziehen den Schalter. Ja, also es gibt die einfache Möglichkeit, du lädst jetzt mal was Vernünftiges durch. Ja, oder du musst halt mit dem Platz auskommen. Du hast ja hier nicht viel. Ich komme mit dem Platz aus. Du hast ein bisschen mehr Platz, wenn du nur nochmal zurückspringst, theoretisch, ne? Ja, aber ich muss ihn ja auch sehen. Also. Ich höre ihn jetzt. Da kommt Da er. kommt er. Er kann durch die Wand fliegen. Gucken können. Ja, er kann tatsächlich schon anfliegen. Schießling. Scheiße. Das funktioniert irgendwie nicht so gut. Vielleicht muss ich doch irgendwo hin, wo ich mehr Platz habe zum Laufen. Ja, dann musst du so zurückspringen. Aber da ist er halt direkt, ne? Was haben wir denn auf der Rückseite? Ja, da einmal zurück habe ich ein bisschen mehr Ein Lauf. bisschen Okay, mehr. Muss ja vor ja. allem nur rollen können, vor allem, ne? Kann ich hier die ganze Zeit? Ja, der kam ja von hier. Da hinten kommt er angeflogen. Der Lexer. Die Air Force One. Hallo? Das sieht auch echt hübsch aus, muss ich sagen. Hat sich fein für dich gemacht. Oh ja, hoffentlich klebt er da ein bisschen in der Wand, das wäre ja nicht schlecht. Ja, aber. Aber sie müsste ihn halt auch treffen, ne? Wieso sieht sie ihn nicht? Okay, sehr gut. Damit kann ich leben. Den Hebel hattest du gezogen und du bist jetzt zurückgesprungen. Wir müssen jetzt das große Medpack noch holen. Ja, war Ja, doch gut. alter Falter, ey. Die Ich freue halten mich schon einiges gefreut, dass aus. es keine Fledermäuse gibt. Plötzlich gibt es hier solche Riesenfledermäuse. Immerhin können die nicht schießen. Das wäre der absolute Overkill. Jetzt nur die Frage, von wo springe ich das denn? Von hier würde ich fast sagen, oder? Ich glaube, es geht beides. Nur du darfst halt nicht zu weit fast springen, ne? Ja. Und jetzt währenddessen noch mal kurz. Umentschieden? Alles klar. Tja, dann ist halt die Frage, ob du da noch zurückkommst.
Oder ob du dich irgendwie runterhängen kannst. Ja, ich glaube, runterhängen ist nicht so. Ja, hätte sein können, dass da direkt eine Schräge ist oder so, mit der du dann runterrutscht. Ja, höchstens hier unter mir auf der Seite. Kannst ja noch mal Da kurz gibt es vorher auf jeden Fall eine Schräge, aber einen Speicherpunkt machen. Ich glaube, da kannst du es rutschen könnte sein, tatsächlich. ja. Und sonst musst du halt zurückspringen. Ja. Geht ja alles, Bob. Geht ja alles. Man wird doch vorsichtiger, ne? Am Anfang noch so, ah nee, ich sterb nicht. Jetzt so, ja, vielleicht ist das Man nicht. weiß es nicht. Das ist doch zu. Ja. Ich hätte mich dann nochmal an die Kante hängen müssen. Vielleicht. Und dann Hättest du noch mal sliden können, hätte ich vielleicht? nochmal sliden können. So hatte ich wahrscheinlich zu viel Schwung. Kannst du Aber. probieren. Ja. Ja, das war gut. Sehr schön. So, jetzt wissen wir aber immer noch nicht genau, wo die Tür aufgegangen ist. Naja, wir werden ja eh die Hügelketten jetzt hier absuchen müssen. Ja. Es wird ja mehrere Wege nach oben geben. Soll ich jetzt mal da Da lang zum gehen? Beispiel, Ja. ja. Also muss ich aber. Naja, da könntest du hoch, ne? Ich glaube, Oder das hier? ist. Nee, Ja, Stück. hinten. Ja, Ja. genau. Ja, würde ich auch sagen. Hier geht schon wieder so die Pumpe. Naja, davon werden wahrscheinlich jetzt tatsächlich noch mehr auftauchen, glaube ich auch. Ja, gut, immerhin hört man die ganz gut. Die flappern ja mit ihren Flügeln. So, dann gucken wir doch mal, was wir da oben. Was verbirgt sich hinter Vorhang Nummer 2? Sind also keine Eulen, ne? Nee. Genauso wie Hermine, die ist auch keine Eule. Ah, nicht schlecht. Ah, dachte ich mir. Da könntest du rüberkommen, unter Ja? Umständen. Komm hier rüber. Ich will hier nur mal reingucken. Man Ja, weiß, verständlich. Die kennt die Tricks ja können hier auch alles mittlerweile. Mögliche mal ablegen. Ja. So, ich habe schon wieder meine Luke aufgesperrt. Ich höre aber nichts. Ich Da sehe, kannst du da hoch. hinten liegt auch was auf der gegenüberliegenden Ja. Seite. Müsste Oh ja, ich. und du kannst auch, vielleicht liegt da auch noch was über dir. Und dann musst du auf jeden Fall in die andere Richtung weiter. Also nach hier kann ich ja auch noch, ne? Und dann kann ich da noch krabbeln und so, ne? Siehst du das? Da oben kann ich noch so lang. Das ist die Frage, wo wir da am besten lang gehen. Ausprobieren. Also ich meine, das ist ja tendenziell, hier könnten wir das Gebiet abschließen. Ja, dann probier es aus. Ja. Dann lassen wir das erstmal und springen erstmal hier so rüber. Und merken wir uns die andere Seite mit dem Hebel und der Möglichkeit, da noch irgendwas Zu machen. zu machen. Da drüben liegt, glaube ich, auch was, ne? Habe ich jetzt nicht geguckt. Ich meine, ganz am Ende lag was in der Ecke. Ah. Aber schwer zu sehen. Jetzt. Falls du da Hä? überhaupt. Ach so, es geht einfach weiter. Gut. Ich weiß nicht, über mir ist ja noch was, ne? Wie komme ich denn da hoch? Aber nicht so. Ja, vielleicht von da. Von dort, ja. Aber da lag jetzt auch gar nichts. Da habe ich mich verguckt. Ja, der Bob wieder. Ja, stimmt. Ich könnte. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Hier gibt es zwei Sachen, zwei Wege, ne? Ach nee, Nee, das ist eigentlich nur nur einen. ein. Okay, gut. Und da waren wir hier, ne? Ja, das ist ja noch deutlich weiter um die Ecke. Ja, okay. Na denn. Ich höre dir Flappen. Nee, aber wenn, dann wäre das jetzt hier ein guter Punkt, dachte ich. Ach so. Aber ist nicht, Gott sei Dank. Da oben ist auch was. Aber konnte man nicht noch irgendwo hier unter mir? Oder war das? Nee, du bist jetzt da, wo du eigentlich hin wolltest. Du bist da drunter quasi durchgeklettert in der Achso, achso. Steinspalte. Und was du darüber gesehen hast, ist quasi der Zwischenraum, wo du jetzt gerade rüberspringen möchtest. Ich speichere jetzt erstmal wieder. Ja, das ist eine Idee. Ich speichere auch was auf was anderem. Bist ja auch Nur. schon viel Achso, geklettert. ja, okay. Ja. Da hinten ist auf jeden Fall ein neuer Hebel, das ist ja schön. Ja, genau. Und da Ja. hattest du ja auch noch was zum Einsammeln gesehen. Ja, aber tiefer. So. Nehmen wir das doch erstmal mit. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Weißt du, wenn Lara. Also, da können wir ja einfach, wenn man nicht so genau ist, das eine Schräge, ja, aber da müsste ich dann gleich weiterspringen, wenn ich Pech habe. Sonst rutsche ich. Ja gut, du Aber hast ja ich gerade gespeichert, was soll habe. schief gehen? Ach so, höre gar nichts. Einfache Sprünge durch da. Ja, weil ich gucke ab und an nochmal nach unten Vielleicht und. gab es auch gar keinen anderen Weg dann zu dem Schalter, ne? Vielleicht bist du jetzt automatisch richtig gegangen. Das wäre geil.
Also würde ich feiern. Guck mal, aber da unten kann man unten noch rumlaufen. Ja, da war ja auch noch was zum Einsammeln, das hattest du ja schon gesehen, aber ich meine, zum Schalter gibt es vielleicht gar keinen anderen Weg. Der letzte kam, als ich einen Schalter gedrückt habe, ne? Richtig, also wird da auch wieder einer kommen, sobald du den Schalter wahrscheinlich gedrückt hast. Ich kenne doch meine sechs Entwickler hier mittlerweile. So. Hier ist nichts mehr. Das hole ich von anders. Und ich gehe dann erstmal da weiter, ne? Ja, Da aber kann was man. passiert, wenn wir den Schalter drücken, ne? Ja, das wissen wir ja nicht. Das wissen wir erst vielleicht im nächsten Part. Ach so, ist das so? Das könnte sein. Ach komm, den drücken wir jetzt noch. Ah, da hast du ja gespeichert. Da kommt er auch. Guckt es an. Ja. Dieser Wichser. Vor allem, ihr weißt doch genau. Oh, ich habe den Schalter gehört. Schalter Y7 war das doch. Bisschen tief. Das war teuer. Das war teuer. Okay, ich glaube, den besiegen wir doch im nächsten Part. Weißt du warum? Ich muss mich ganz dringend auf Toilette Na gerade, dann. Bob. Ja, also dann macht es gut, schwingt den Hut, ne? Ja, bis Bis dann. dann, ciao.